willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu Turtle Zone. Ich bin Oliver Schwarz und ich begrüße Sie von Bord der NCL Viva, dem derzeit neuesten und modernsten Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Line. Mein heutiger Gesprächspartner ist der General Manager der NCL Viva, Nelson Martins. Hallo Nelson. Hello, hello, very good afternoon. Wir nehmen dieses Interview im November 2023 auf und befinden uns gerade auf der ersten Transatlantikfahrt der NCL Viva von Lissabon nach Miami. Dort findet dann die feierliche Taufe statt. Sicherlich auch für Sie ein besonderer Moment. Wie viele Jahre vergehen von der Planung eines solchen besonderen Schiffs bis zur ersten Inbetriebnahme mit Gästen an Bord? Die Leonardo-Klasse begann vor etwa 3-4 Jahren und danach kam jetzt die Prima-Klasse. Die Prima war das erste Schiff und die NCL Viva nun das zweite Schiff dieser Klasse. Die Planung eines Schiffes dieser Größe dauerte etwa 3 Jahre. In den letzten 12 Monaten vor Inbetriebnahme wird es dann konkreter. Ich hatte das große Glück, die letzten 2 Monate in Italien bei der Werft vor Ort zu sein. Ich kam also irgendwann im Mai dort an und die erste Reise mit dem Schiff war am 10. August. Lassen Sie uns einmal einen Blick hinter den Vorhang werfen. Wie sind für Sie die letzten Monate verlaufen, bevor die ersten Gäste an Bord gekommen sind? Ab wann haben Sie und Ihre Crew das Schiff kennengelernt und wie haben Sie sich mit Ihrem Managementteam auf den Einsatz auf der Viva vorbereitet? Seit diesem Tag haben wir die Taufe in Miami geplant. Aber das ist eine Planung, die wir an Bord des Schiffes machen. Vorbereitet auf meine neue Aufgabe als General Manager der NCL Viva, habe ich mich aber bereits ein Jahr vorher, als ich noch auf dem Schwesterschiff Prima war. Sie verantworten als General Manager den gesamten Hotelbetrieb an Bord mit weit über 1000 Mitarbeitern und vielen Servicebereichen. Sind Sie im Alltag mehr der Direktor eines schwimmenden Luxushotels oder der CEO eines großen Unternehmens? An Bord haben wir etwa 1500 Crewmitglieder und es gibt 3 Hauptabteilungen. Da gibt es natürlich die Navigation, die Maschinenabteilung und die Hotelabteilung. In der Hotelabteilung gibt es alle Aufgaben, die auch in einem normalen Hotel an Land anfallen. Das Einzige, was wir an Bord nicht machen, sind Verkauf und Marketing. Aber abgesehen davon habe ich dieselben Aufgaben und dieselbe Verantwortung wie der CEO eines Unternehmens oder einer Organisation. Erklären Sie uns doch einmal das Organigramm auf so einem großen Kreuzfahrtschiff. Welche Divisions und Aufgabenbereiche berichten an Sie und wie ist die Zusammenarbeit mit dem Captain und den Maritimen, den nautischen Offizieren? Zum Hotelbetrieb gehören auch die Geschäftspartner, die Konzessionäre, also das Casino, Geschenkeläden oder das Spa. Dann natürlich die ganze Hotelseite von den Zimmerabteilungen bis hin zur Food and Beverage Abteilung. Die Restaurants, die Bars und die Küchen. Aber auch der Vorrat und das Sanitärprogramm. Wir müssen dabei alle Lieferanten mit ins Boot holen. So ist exactly the same that you're going to find when you walk through a hotel. You'll find all these different departments. I have about 26 direct reports that they have also probably another. Ich habe 26 direkte Untergebene, die ihrerseits jeweils 4 oder 5 direct reports haben. Der Restaurantleiter ist für alle 16 Restaurants zuständig. Der Küchenchef für den gesamten Küchenbereich. Aber jeder von ihnen hat immer ein Team. Es ist wie eine Pyramide. Wir arbeiten alle kollegial zusammen. Aber es ist immer noch eine Pyramide. Nelson, Sie haben eine lange, eindrucksvolle Karriere und bringen auch viel Erfahrung im Kreuzfahrtbusiness mit sich. Lassen Sie uns doch einmal einen Blick darauf werfen. Was waren Ihre wichtigsten Stationen in Ihrer Laufbahn und welche Erfahrungen helfen Ihnen am meisten bei Ihrer heutigen Aufgabe als General Manager auf der NCL Viva? Meine Berufswahl war erst einmal der Lebensmittel
Lebensmittel- und Getränkesektor. Ich habe einen Masterabschluss in Gastgewerbe und Management in Frankreich absolviert. Meine Karriere hat in den 90er Jahren in England begonnen. Ich habe für einige erste Adressen gearbeitet, wie das Connaught in London und das Savoy, auch in einem mit dem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant. Ich hatte also bereits einen Hintergrund im Gastgewerbe. Und dann habe ich das Kreuzfahrtbusiness einfach gelernt. Jede einzelne Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mich in die Position gebracht, die ich jetzt innehabe. Denn es geht nicht nur darum, dass man versteht, wie das Schiff funktioniert, man muss auch die Crew verstehen. Denn worauf es in dieser Branche ankommt, sind definitiv die Besatzungsmitglieder. Die Besatzungsmitglieder sind zwischen 6 und 8 Monate hier und sie arbeiten im Durchschnitt etwa 10 Stunden pro Tag. Es gibt kein Hotel auf der Welt, das Vergleichbares schafft. Als ich in Hotels angestellt war, habe ich 35 Stunden pro Woche gearbeitet und hatte den halben Samstag und Sonntag frei. Hier an Bord arbeitet man jeden einzelnen Tag. Auf der einen Seite ist der Job also intensiver, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch einen längeren Urlaub. Mit jeder Erfahrung, mit jedem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln. Man konzentriert sich einfach ein bisschen mehr auf seine Stärken. Die Möglichkeiten sind da, denn man lernt jeden Tag dazu. Und natürlich muss man die demografische Zusammensetzung der Gäste verstehen. Das ist etwas völlig anderes. Der Urlaub, den Sie auf den Schiffen verbringen werden, wird hoffentlich der Urlaub Ihres Lebens sein. Und das ist eine große Verantwortung für uns. Wenn Sie in ein Hotel an Land gehen, sind Sie nicht so stark an das Hotel gebunden. Sie sind vielleicht aus geschäftlichen Gründen dort. Vielleicht bleiben Sie einen Tag, 2 Tage. Hier an Bord kommen Sie mit Ihrer Familie für 7 Tage oder länger her. Wir müssen Ihnen also mehr geben, damit es das erhoffte, ganz besondere Urlaubserlebnis wird. Dadurch, dass all diese Abteilungen der Crew zusammenarbeiten, haben wir eine sehr gute Kameradschaft. Mit dem Kapitän treffe ich mich jeden Tag, weil die Navigation sehr, sehr wichtig ist. Die genaue Zeit, in der wir im Hafen ankommen werden, ob wir uns verspäten werden, wie die Wetterbedingungen sind. Das gleiche gilt für alle technischen Abteilungen, denn alles hängt von der Technik ab. Zum Glück müssen wir hier nicht tagelang warten, bis jemand kommt, um etwas zu reparieren. Es passiert fast unmittelbar, aber es gehört die Kameradschaft dazu, um immer die jeweiligen Prioritäten zu verstehen. Sagen wir mal, Sie haben kein Wasser in Ihrer Kabine, dann ist das eine Priorität. Anders als im normalen Hotel erwarten wir, im Sinne unserer Gäste, dass die Reparatur sofort geschieht. Es geht also darum zu verstehen, dass wir jederzeit für die Gäste da sind und wirklich alles tun, was nötig ist. Über die letzten Jahrzehnte sind die Kreuzfahrtschiffe immer größer geworden und auch die NCL Viva bricht wieder Rekorde. Aber es fühlt sich nicht wie Menschenmassen an. Mehr als 3000 Passagiere und rund 1500 Crewmitglieder sind viel, aber im Verhältnis zur Größe des Schiffs sicherlich nicht das Maximum. Ist das Ihr Konzept mit der Viva, jedem Gast das persönliche Luxus Gefühl zu geben, das sonst nur wesentlich kleinere Schiffe der Luxusklasse bieten können? Ich arbeite seit 30 Jahren auf See, also habe ich viele verschiedene Kreuzfahrtschiffe gesehen. Die Prima-Klasse bei NCL ist fast wie ein schwimmender Palast entworfen worden. Selbst bei 3000 Gästen kümmern wir uns um den Einzelnen. Es ist Ihr Urlaub und Sie lassen uns wissen, wie Sie Ihren Urlaub erleben wollen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wir haben 19 Decks. Deck 17 ist das Pooldeck. Ja, es ist vielleicht nicht der größte Pool der Welt, aber das brauchen wir auch gar nicht, denn auf Deck Nummer 8, wo sich der Ocean Boulevard befindet, haben wir 2 Infinity Pools. Auf Deck 16, wo sich der Haven-Bereich befindet, haben wir einen weiteren Infinity Pool. So findet jeder Gast seinen eigenen Urlaub und kann sich aussuchen, ob er mit etwas mehr Menschen zusammen sein möchte oder ob er einfach nur entspannen möchte. Auf Deck 8 befindet sich die Promenade, die man normalerweise bei anderen Schiffen auf Deck 7 findet. Und auf der Promenade kann man einfach um das Schiff herumlaufen. Wir haben Infinity Pools, wir haben Whirlpools, wir haben Liegestühle und man hat viel Platz, um nicht in der direkten Sonne zu liegen. Sie können einfach ein Buch lesen und Musik hören. Es suchen also nicht alle Gäste zur gleichen Zeit nach dem gleichen Erlebnis. Und auf dieser Schiffsklasse können wir diese Erlebnisvielfalt bieten. Der Kreuzfahrtmarkt boomt und viele Reedereien bestellen immer mehr und immer größere Schiffe. Der US-Markt ist besonders wichtig, aber auch international sind Kreuzfahrten sehr begehrt. Wie unterscheiden sich nach Ihrer Erfahrung die Wünsche
Wünsche und Erwartungen der Gäste und welche Zielgruppen adressieren Sie mit der NCL Prima Class und der brandneuen Viva? Wir haben ein Konzept, das kein anderes Kreuzfahrtunternehmen hat, nämlich den Freestyle. Sie sagen uns, wie Sie Ihren Urlaub erleben wollen. Wir öffnen die Restaurants zu einer bestimmten Zeit, sagen wir 17 Uhr, 17.30 Uhr. Wir schließen sie um 22 Uhr. Sie können kommen, wann immer Sie wollen. Sie brauchen keine Reservierung. Sie können mit Freunden kommen oder sich alleine hinsetzen. Das gibt einem also schon eine gewisse Freiheit. Jetzt ist die Kundschaft international. Sie ist international, weil wir für jede Klientel etwas bieten können. Die Schiffe sind nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe konzipiert. Der Unterschied zwischen einer Kreuzfahrt vor 20 Jahren und heute ist, dass das Schiff an sich schon eine Reise ist. Wir haben einige Gäste, die eigentlich gar nicht an Land gehen, weil sie schon an vielen Orten und schönen Zielen waren. Aber der Ort, an dem sie noch nicht waren, ist an Bord des Schiffes. Sie genießen also das Schiff als Reiseziel. Sie genießen die Annehmlichkeiten. Sie genießen die Restaurants. Sie genießen die verschiedenen Shows, die man tagsüber besuchen kann. Die verschiedenen Spiele. Das Schiff an sich bietet gebündelt an Bord genau das, was man auch an Land finden kann. Norwegian Cruise Line unterscheidet sich in einigen Details von anderen großen US-Reedereien. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass NCL schon länger ein Angebot für Soloreisende pflegt und dieses auch massiv ausbauen will. Alleinreisende mussten ja bislang bei vielen anderen Reedereien doch durchaus sehr hohe Aufpreise bezahlen. Ist das eine wichtige neue Zielgruppe für Sie? Und auf was können sich Solo-Traveler in den nächsten Jahren freuen? Für Soloreisende kann es viele Gründe geben, alleine zu reisen. Und sie sollten dafür nicht bestraft werden und eine Doppelbelegung zahlen müssen. Die Norwegian Epic wurde in Frankreich im Jahr 2010 gebaut. Und das war das erste Schiff der Flotte, das mit diesem Solo-Traveler-Programm begonnen hat. Die Solo-Studios befinden sich in einem Bereich des Schiffes mit einer eigenen Studio-Lounge. Und Betreuer aus unserer Crew treffen sich jeden Tag mit den Soloreisenden und organisieren auf Wunsch ein gemeinsames Abendessen oder gemeinsame Showbesuche und Ausflüge. Sie entscheiden, ob sie etwas gemeinsam unternehmen oder lieber alleine. Das Programm ermöglicht also auch alleine, die gleichen Erfahrungen und Kreuzfahrterlebnisse zu machen, wie wenn sie mit Begleitung an Bord kommen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, andere zu treffen oder, wenn sie es wünschen, einfach nur für sich zu bleiben und ihre eigenen Dinge zu tun. Ich freue mich sehr, dass wir das anbieten können und das Programm auch weiter ausbauen. Die heutige Studiokabine ist natürlich eine Innenkabine, aber wir werden dann auch etwas größere Kabinen anbieten können. Und einige werden auch einen Balkon haben, damit sie genau die gleichen schönen Erfahrungen machen können und nicht als Solo-Traveler bestraft werden. Im heutigen Kreuzfahrtbusiness entscheiden sich Gäste für die Reise mit einem besonders faszinierenden Kreuzfahrtschiff, aber vor allem für eine Reederei und ein Konzept. Das Reiseerlebnis an Bord muss daher die Erwartungen der Kunden an eine Reise mit NCL erfüllen. Das bedeutet sicherlich, stelle ich mir zumindest so vor, dass es sehr viele Vorgaben der Konzernzentrale in Miami gibt. Bitte erläutern Sie uns doch einmal so die Philosophie und das besondere Konzept von NCL und in welchen Details können Sie als General Manager der Viva überhaupt Ihre eigene Handschrift einbringen und der Reise mit der Viva dann doch nochmal so ein ganz besonderes Flair geben? Wir haben unseren Hauptsitz in Miami und bekommen von dort viel Unterstützung. Ein Beispiel. Das kulinarische Team in Miami hat ein Labor, in dem alle unsere Menüs erstellt werden. Wenn wir die Menüs an Bord bringen, wissen wir, dass diese Menüs bereits für die Größe des Schiffes und die Anzahl der Gäste, die wir an Bord haben, entworfen worden sind. Wir müssen die Konzepte also nur noch umsetzen. Aber wir haben immer noch die Flexibilität, sie aufgrund der Demografie der Gäste zu ändern. Nicht alle Gäste mögen dasselbe. Wir sind daher jederzeit in der Lage zu diversifizieren. Wenn es sich um eine Kreuzfahrt über Thanksgiving handelt, sind typische Familienessen gefragt. Sie werden vielleicht mehr Gäste aus den USA haben und mehr Familien. Wir wissen also genau, wie wir ein solches Menü anbieten müssen. Bei Kreuzfahrten zu bestimmten Feiertagen gibt es auch besondere Angebote für junge Erwachsene. Auch hier handelt es sich also um ein spezielles Programm. Wenn Sie Kreuzfahrten aus den USA oder aus Europa verkaufen, haben Sie je nach Jahreszeit vielleicht ein paar Sportveranstaltungen, verschiedene Shows. Außerhalb
Innerhalb der Hauptattraktivitäten haben wir immer die Flexibilität, Änderungen vorzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir Musiker für einen Gastauftritt haben. Wir können eine Matinee veranstalten. Je nach Wetterlage können wir auch Aktivitäten am Pool anbieten. Wir haben also innerhalb der vorgegebenen Konzepten und Richtlinien immer noch viel Freiheit. Und das ist wichtig, weil jedes Schiff anders ist. Die Marke NCL bleibt dieselbe. Die Gäste wechseln. Die Reiseroute ändert sich. Wir bieten in Europa natürlich nicht das gleiche Programm wie in den USA. Der Unterschied liegt darin, dass wir in Europa sehr viele Kulturstätten haben. Wahrscheinlich werden Sie den ganzen Tag über einige unserer fantastischen Häfen besuchen und Ausflüge machen. Sie werden also mehr Bordaktivitäten am Abend und weniger Aktivitäten am Tag erwarten. Zurück in der Karibik müssen wir uns ein wenig umstellen. Die Reiseroute spielt also eine große Rolle und wir passen unser Angebot immer an die Reiseroute an. Und unser Produkt Kreuzfahrt bietet dafür genug Abwechslung. Kommen wir nachmittags im Hafen an, dann haben wir am Morgen viel mehr Aktivitäten an Bord und wieder am späten Abend mehr Aktivitäten. Das hängt also wieder von der Reiseroute ab. Und je nach demografischer Zusammensetzung der Gäste, je nach Alter, können wir auf jede Situation eingehen. Kein Hotel der Welt kann Ihnen einen solchen Urlaub bieten, wie Sie ihn an Bord erleben können. Denn es ist wirklich Ihr ganz persönlicher Urlaub. Vom Tag Ihrer Ankunft bis zum letzten Tag. Die einzige Sorge, die Sie haben, ist, aufzustehen. Denn wir kümmern uns um alles andere. Die Kreuzfahrtindustrie boomt. Immer mehr und immer größere Kreuzfahrtschiffe werden in Auftrag gegeben. Und auch die Zielgruppen erweitern sich. Viele Menschen lieben Kreuzfahrten. Noch mehr haben aber durchaus Vorurteile oder lehnen diese Art des Reisens aus Umweltschutzgründen ab. Die Großindustrie arbeitet hart an umweltfreundlichen Antrieben und mehr Nachhaltigkeit an Bord. Aber irgendwo sind dem natürlich auch Grenzen gesetzt, wenn tausende Menschen zusammenreisen. Einige Architekten haben gar Visionen von noch viel, viel größeren Schiffen, ja beinahe schwimmenden Städten. Wie sehen Sie als Profi mal ganz persönlich die Zukunft von Kreuzfahrten und was werden die Trends sein? Manchmal hat die Kreuzfahrtindustrie einen schlechten Ruf, was die Umwelt betrifft. Aber die Umweltbelastung ist genau die gleiche wie in jedem anderen Hotel auf der Welt. Sie wissen schon, wir haben ein Systemmanagement an Bord, Mülltrennung. Ich meine, dies ist kein Piratenschiff. Unternehmen sind heute sehr auf die Umwelt bedacht und Norwegian Cruise Lines hat alle seine Schiffe mit der sogenannten Scrubber-Technologie für die Abgasreinigung ausgestattet. So wird der Ausstoß von CO2 oder Schwefel auf ein Minimum reduziert. In Zukunft werden wir uns intensiv mit Methanol beschäftigen. Ich meine, das ist eine Art grüner und völlig reiner Treibstoff, mit dem unsere Schiffe wahrscheinlich bald fahren werden. Ich spreche also nicht von einer fernen Zukunft. Es geht nur noch um ein paar Jahre. Wir achten sehr auf die Auswirkungen für die Umwelt. Aber die Auswirkungen sind doch immer noch vergleichsweise minimal, verglichen mit der Wirtschaft an Land, mit den vielen Unternehmen und Fabriken auf der ganzen Welt. Wir leisten unseren Teil für mehr Nachhaltigkeit und weniger Emissionen. Und natürlich erfüllen wir alle Anforderungen und Auflagen. Wir sehen, dass der Markt im Moment in Richtung größerer Schiffe drängt. Ich weiß, dass Sie im Moment die nächsten beiden Bauvorhaben von NCL kennen. Also lassen Sie mich ein wenig über Kreuzfahrtschiffe erzählen, das den Hörerinnen und Hörern vermutlich nicht bekannt ist. Wenn das Schiff auf der Werft liegt, nennen wir das Schiff nicht beim Namen. Es hat lediglich eine Nummer. Der aktuelle Neubau heißt also 6300. Davor die NCL Viva 6299, die Prima 6298. Sagen wir also 6300 und 6301 werden der gleichen Kategorie angehören und die gleiche Größe haben wie die Viva und die Prima. Diese beiden kommenden Schiffe werden also fast identisch sein mit dem, was wir jetzt haben. Vielleicht bekommen wir 200 weitere Kabinen für bis zu 400 zusätzliche Gäste. Aber wir werden immer noch deutlich unter einer Größenordnung von 4000 Passagieren bleiben. Beim fünften und sechsten Schiff dieser Klasse wissen wir das noch nicht. Aber auch diese werden höchstwahrscheinlich keine Megaschiffe sein. Sobald dieses Projekt von 6 Schiffen der Prima-Klasse abgeschlossen ist, werden wir ein neues Projekt starten. Die Branche hat Platz für verschiedene Konzepte. Die Sache mit größeren Schiffen ist die, dass man ein paar Einschränkungen hat, welche Häfen man anlaufen kann und welche nicht. Bei dieser Schiffsklasse verwenden wir kein Tendering. Wir haben keine Beiboote an Bord. Sie haben Rettungsboote. Wir können also
also nicht in bestimmte Häfen fahren, in denen wir keine lokalen Tender haben. Wenn Sie also Megaschiffe bauen, müssen Sie immer bedenken, dass es Einschränkungen bei der Reiseroute geben wird. Vielleicht können Sie nicht durch den Panama-Kanal fahren. Vielleicht kann man auch nicht durch den Suez-Kanal fahren. Der Markt und die Nachfrage steuert viel, und wir haben eine Abteilung, die sich permanent mit den besten Reiserouten auf der ganzen Welt befasst. Wir haben Schiffe in der ganzen Welt, mit unseren drei Marken insgesamt 27 Schiffe. Wir können also jede Nachfrage abdecken und jeden Teil der Welt bereisen. Ausschlaggebend ist immer, was unsere Gäste am meisten suchen, denn es ist ihr Urlaub. Ich persönlich habe sowohl auf Megaschiffen als auch auf kleinen Schiffen gearbeitet, auch auf welchen mit nur 45 Suiten und 90 Gästen. Und ich bin überzeugt, dass Sie auf einer NCL Viva einen besseren Urlaub haben als auf einem kleineren Schiff. Dort fehlt es einfach an der Crew und Ausstattung, um Ihnen die gleichen Annehmlichkeiten zu bieten. Es kann also sein, dass Sie sehr exklusive Orte ansteuern können und damit außerhalb des Schiffes mehr Möglichkeiten haben. Aber an Bord werden Sie aufgrund der fehlenden Größe des Schiffes eingeschränkt sein. Melson, es gibt erfahrene Kreuzfahrtgäste, die oft längere Zeit an Bord verbringen und sogar mehrere Routen miteinander kombinieren. Und auf der anderen Seite gibt es in der Industrie natürlich auch immer mehr Kurzreiseangebote. In 4 Tagen kann ein Gast jedoch eigentlich kaum das vielfältige Angebot auf so einem riesigen Schiff wie der NCL Viva erkunden. Mir fällt das schon bei 11 Tagen schwer. Was empfehlen Sie Interessenten und Kreuzfahrtanfängern? Welche Route und welche Länge einer Kreuzfahrt sind ideal, um diese Form des Reisens am besten kennen und lieben zu lernen? Die Länge der Kreuzfahrt ist nicht wirklich wichtig. Es geht um die Länge Ihres Urlaubs und darum, was Sie suchen. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, ein wenig zu recherchieren. Kommen Sie nur wegen des sonnigen Strandes und des Schwimmens oder wollen Sie etwas mehr erkunden? Denn wenn Sie sehr früh in den Häfen ankommen und früh auslaufen, beeinflusst das Ihre Möglichkeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Während der Mittelmeersaison fahren wir nach Civitavecchia. Civitavecchia ist das Tor zu Rom. An diesem Tag müssen Sie also um 6 Uhr morgens aufstehen. Sie können sich für ein Programm entscheiden oder abenteuerlustig sein und alleine fahren, aber es wird ein 12-Stunden-Tag sein. Darauf muss man natürlich vorbereitet sein, denn sonst kommt man in den Hafen und weiß nicht, was man tun soll. Civitavecchia ist an sich ein schöner Hafen, aber es ist nicht Rom. Deshalb ist es wichtig, ein wenig mehr über dieses Ziel herauszufinden. Anders ist es, wenn Sie eine dreitägige Kreuzfahrt zu den Bahamas machen und einfach nur dem Alltag entfliehen und ein wenig Sonne genießen und an Bord entspannen wollen. Dann sind die 3 Tage genauso gut oder hervorragend wie die 7 Tage. Vielleicht haben Sie etwas mehr Zeit und möchten eine Transatlantikreise machen, weil Sie gerne lesen, weil Sie kreativ sein wollen und ohne Ablenkung an etwas arbeiten. Dann macht man eine 14- oder 17-tägige Reise. Vielleicht haben Sie etwas mehr Zeit und möchten eine Weltreise machen. Es kommt also wirklich darauf an, wonach Sie suchen. Wenn Sie Ihre eigenen Erwartungen formuliert haben, können wir Ihnen diesen Urlaub bieten. In meiner gesamten Laufbahn habe ich immer wieder erlebt, dass Gäste an Bord kamen, ohne wirklich zu wissen, was sie suchten. Und dann sind sie enttäuscht, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. An Seetagen ist das Angebot riesig, aber wenn man sich umschaut, sind auch alle Veranstaltungsorte schnell voll. Wir haben das Beetlejuice Musical im Theater. Pro Vorstellung für 500 bis 600 Gäste. Wir haben Gaming-Aktivitäten im Galaxy Pavilion. Wir haben die Speedway Go-Kart-Rennbahn. Wir haben das Casino, das geöffnet ist, die Geschenkeläden. So findet jeder Gast etwas. Je nachdem, was Sie suchen, ist die Länge der Kreuzfahrt also nicht so wichtig. Es kommt eher darauf an, was Sie für Ihren Urlaub suchen. So ein Schiff wie die NCL Viva kostet fast 1 Milliarde US-Dollar am Ende. Und natürlich muss nach Inbetriebnahme alles perfekt funktionieren und das Schiff soll möglichst jeden Tag Gäste transportieren und Umsatz generieren. Und gleichzeitig werden ja auch schon die nächsten Generationen an Kreuzfahrtschiffen geplant und gebaut. Was sind die wichtigsten Parameter und Zahlen, die Sie so im Echtzeit-Controlling ständig beobachten? Wie schnell können Sie dann an Bord Optimierung vornehmen? Und welche Analysen helfen Ihnen auch langfristig, das Angebot noch attraktiver zu gestalten?
Wir bieten ihnen immer ein Mehr an Kreuzfahrt, mehr als andere. Und wir kennen die Gästezahlen und Gästestrukturen Wochen im Voraus und passen uns daran an. Alles ist miteinander verbunden, die Restaurants sind mit den Shows verbunden. Das lässt sich nicht so einfach kopieren. Bereits vor fast 25 Jahren, 2000 und 2001, sind wir vom traditionellen Gastronomieangebot zum Freestyle-Konzept gewechselt. Traditionell wird auf vielen Kreuzfahrtschiffen zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr gegessen, eine Zeit, in der auch Shows stattfinden. Wir haben zu jeder Zeit Shows. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass es für uns sehr einfach ist, die Shows von Woche zu verschieben, um das Angebot im Hinblick auf die Reiseroute, die Demografie der Gäste und das, was die Gäste suchen, zu optimieren. Wir haben eine Menge Daten über die Menüs und je nach den Erwartungen der Gäste, der Demografie unserer Gäste, können wir die Menüs ändern. Wir werden nicht alles ändern können, weil natürlich einige der Lebensmittelbestellungen 3, 4, 5 Wochen im Voraus erfolgen, aber wir können immer noch lokale Produkte hinzufügen, so dass es immer möglich ist, geeignete Änderungen vorzunehmen. Wir sammeln dafür die ganze Zeit Daten. Vielleicht ist Ihnen das nicht bewusst, aber jedes Mal, wenn Sie ein Restaurant besuchen, sammeln wir diese Daten, so dass wir den Gästefluss, die meisten unserer Gäste und die Demografie kennen. Zum Beispiel in Europa, in Frankreich und Spanien erwarte ich, dass das Restaurant in der letzten Stunde etwas voller ist. Gäste aus den USA neigen eher dazu, um 17 Uhr zu speisen. Also verschieben wir je nach Kreuzfahrt einfach alle Termine, um dem Rechnung zu tragen. Und wir sind in der Lage, von Woche zu wechseln, sodass wir einige Aktivitäten früher, andere Veranstaltungen und Aktivitäten später ansetzen. Das Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Ich habe letztens eine Reportage gemacht über die Pläne und schon existierende Nutzung von KI. Andererseits kennen wir gerade als Europäer die Sensibilität im Umgang mit zum Beispiel der Gesichtserkennung und natürlich die Bestrebung zur stärkeren Regulierung der KI. Wie sehr beschäftigt Sie als General Manager der Einsatz von KI für die Optimierung der Planung, des Betriebsablaufs und des Service an Bord? Und wie schätzen Sie das ganz persönlich ein? Wird die künstliche Intelligenz auch die Kreuzfahrtindustrie revolutionieren? Wir sind ein bisschen anders, denn dies ist ein Urlaubsbusiness und Urlaub hat seine eigenen Anforderungen. Ja, es gibt Punkte, wo das den Reiseablauf erleichtern kann. Wenn man am Pier ankommt, das Schiff findet und dann an Bord kommt. Wenn wir durch die Technologie mehr Unterstützung bekommen könnten, um den Einschiffungsprozess etwas schneller und angenehmer zu gestalten, ist das sehr willkommen. Auch bei der Ausschiffung. Vom Schiff zum Pier, vom Pier zum Flughafen und so weiter. Aber an Bord glaube ich persönlich nicht, dass das so viel bringen wird. Wir können mit Hilfe der Technik versuchen, die Erfahrung der Gäste angenehmer zu machen. Aber hier geht es vor allem um den Kontakt zu den Menschen. Und die Gäste lieben unser Personal. Sie wollen diese Erfahrung machen. Also ja, die Technologie ist da und wir nutzen sie so weit wie nötig und möglich. Vielleicht für die Navigation. Sie werden immer einen Kapitän haben. Aber mit KI werden wir vielleicht Tage im Voraus das Wetter kennen, so dass wir unsere Routen ändern können. Wir werden dadurch auch in der Lage sein, die Daten an Bord etwas genauer zu analysieren. Sagen wir, wenn Sie nach dem ersten oder zweiten Tag an Bord sind, was gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen nicht, wie sind Ihre Erfahrungen? Wir müssen also nicht warten, bis Sie nach Hause kommen, um uns das mitzuteilen, sondern können das sofort mitbekommen. In den nächsten 5 Jahren wird da einiges Einzug halten, um den Service weiter zu steigern. Beispielsweise am Abend. Wir können Ihnen sagen, okay, Sie haben heute Abend keine Restaurantreservierung. Wir wissen, dass Sie um diese Zeit noch nicht zu Abend gegessen haben. Das Restaurant hat geöffnet und wir haben hier gerade freie Plätze. Oder für die Bars, das ist Ihr Lieblingscocktail. Haben Sie den schon an dieser Bar probiert? Es ist die gleiche Marke, aber er wird anders zubereitet. Technik wie diese kommt dem Gast zugute und hilft, den Urlaub noch ein bisschen schöner zu machen. Schon heute haben wir die virtuelle Warteschlange. Oder nehmen wir als Beispiel die Splash Academy für Kinder und Teenager. Wir können ihnen dann wertvolle Informationen in Echtzeit senden. Wir wissen zum Beispiel, dass Sie 2 Teenager haben. Wir haben Sie heute Abend noch nicht in der Splash Academy gesehen, aber gerade ein tolles Programm.
Wir würden sie gerne dabei haben. Wenn es also ihr Erlebnis an Bord verbessert, ohne sie zu sehr zu beeinflussen, und sie die Wahl haben, warum nicht? Letzte Frage. Was lieben Sie an Ihrem Beruf am meisten? Was sind für Sie die schönsten Momente an Bord? Und gibt es auch Dinge, die Sie vermissen, wenn Sie so lange unterwegs sind? Ich bin ein geselliger Mensch. Daher genieße ich die Interaktion mit den Gästen, die Interaktion mit der Crew. Denn für mich gibt es keinen Unterschied zwischen den Gästen und der Crew, weil ich für beide sorgen muss. Ich kümmere mich also um die Besatzung, damit diese sich um unsere Gäste kümmern kann. Und ich mag einfach das Leben an Bord und das nach all den Jahren. Ich sage nicht, dass ich im Urlaub lieber an Bord bin, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich im Urlaub bin, denke ich nicht wirklich über das Schiff nach. Wenn ich an Bord bin, denke ich nicht über den Urlaub nach, weil es zwei getrennte Leben sind. Aber es ist wirklich eine Freude, Teil einer so großen Organisation zu sein und diesen Urlaub für unsere Gäste zu ermöglichen. Ich habe so viele Freunde, die ich auf einer Kreuzfahrt gemacht habe. Sie sind immer noch Gäste, aber sie kommen immer wieder und wir erinnern uns an sie und haben gemeinsame Geschichten. Und so ist es auch mit der Besatzung. Ich meine, ich habe bestimmte Besatzungsmitglieder, die vor 20 Jahren mit mir gearbeitet haben, und wir sind immer noch verbunden. Es gibt nur wenige Unternehmen auf der Welt, die eine solche Loyalität sowohl bei der Besatzung als auch bei den Gästen haben. Herzlichen Dank, Nelson, für dieses Gespräch und dass Sie Gast bei Turtle Zone waren. It's my pleasure. Damit sind wir am Ende dieser Episode von Turtle Zone. Ich sprach mit Nelson Martins, dem General Manager der NCL Viva. Schon bald geht es weiter mit spannenden Gesprächen und interessanten Menschen. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie Turtle Zone auf Ihrer Lieblingsplattform. Auf ein Wiederhören freut sich Ihr Oliver Schwarz. Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.